ist ein Händler. Tierreiner, okay. Hallo, Ma'am. Hallo. Haben Sie etwas zu verkaufen? Hallo. Ich treffe hier während des Schuljahres nicht oft auf Hogwarts-Schüler. Mhm. Ich bin Priya Treadwell, zu Ihren Diensten. Ich verkaufe eine Auswahl an Reisebedarf. Okay. Sind Sie mit Nora Treadwell verwandt? Aber ja, sie ist meine Frau. Eine geniale Historikerin. Wussten Sie, dass sie Merlins Lebenswerk erforscht? Ich habe sie getroffen und sie hat mich in ihre Arbeit eingeweiht. Ich bin jetzt auch beteiligt. Oh, wie wunderbar. Dann müssen Sie auch ziemlich genial sein. Jedenfalls, ich hoffe, dass Sie an mich denken werden, wann immer Sie einmal Reisebedarf benötigen. War sehr nett, Sie kennenzulernen. Was verkaufen Sie hier? Tschusch. Dann schauen wir mal, ja? Ach, sie hat einen Besen. Der kostet tatsächlich nur 2.500. Der war eh schlechter. Ich hätte nicht gedacht, dass ich etwas kaufen würde. Ach, komm, was soll's. Sie werden nicht enttäuscht sein, das verspreche ich. Ein Besen ist auch okay. Gut. Scheint ja sehr sicher zu sein da hinten. Fliege ich ja gerne vorbei, also geht's. Windmühle da hinten sieht sehr gut aus. Die hat genau 2 FPS in ihrer Rotation. Finde ich gut. Schnell ein bisschen bursten. Boosten. Boosten. Fliegen mitnehmen hier. Das schon einmal hier an der Seite haben. So. Rebellio. Die Seite. Das könnte gefährlich werden, wenn ich nicht aufpasse. Juwelenbrosche. Wunderschöne Brosche stellt einen magischen Vogel dar. Welche Vogelart genau ist unklar, aber manche glauben, es handelt sich um einen der Vögel der mittelalterlichen Druiden Cliona. Die Kranken um den Schlaf sagen, okay. Aufpasse könnte das was? Warum? So einfach nur eine. Oh. Rebellion. War nur ein neues Dorf hier, mehr haben wir doch gar nicht. Natürlich wieder eine Sidequest, aber. Ich sehe schon. Impulso! Oh, jetzt habe ich es runtergestoßen, das wollte ich nicht. Falsche Richtung geschossen. Okay, wir haben hier wieder. Ja, okay. Eine von Merlins Prüfungen. Rebellion. So, der Rest ist da drinnen, da komme ich nicht ran. Ich kannte mal ein Mädchen. Nehmen wir erstmal kurz den Hotpoint hier. Das muss zu etwas groß. Wie viele sind denn hier? Halt einfach 1, 2, 3. Warum sind auch noch welche? Ich meine, ich muss sie ja nur zum Levitieren bringen, was anderes muss ich ja nicht machen hier. Schloss dran. Rebellion. Gut, das ist Aurora. Jetzt steht aber noch da drinnen. Ja. Hier Balance, was ich gerade richtig gesehen habe. Ja. Wahrscheinlich in die andere Richtung, jawohl. Mysteriös und beunruhigend. Was soll ich tun? Sind hier tatsächlich 2?
Weil hier muss ich Feuer machen. Mal sehen, was du diesmal zu bieten hast, Merlin. Da ist auch eine Feuerschale. Also ich habe da unten eine. Ist die große? Bestimmt noch eine große, oder? Ja, Rebellion. Ja, auch angezeigt, ne? Ja. Ah, da hinten. Oh Gott, okay. Na da. Ich könnte, warte mal. Na, mal gucken. Komm, bring! Ja, das geht. Merlins Prüfungen kriegen mich nicht klein. Fringo geht das halt besser, weil das halt eine höhere Range hat als Incendio. Wahrscheinlich sollte ich Incendio dann einfach auch gegen Confringo tauschen. Ist vielleicht sogar die bessere Variante, weil eigentlich ist es ja nur der bessere Zauber. Jetzt mal da rein und Incendio rein. So, dann hat meiner Main. Zack, geht's Confringo drin, was okay ist. Revelio. Bei dem ist keiner. Aber jetzt mal ganz ehrlich, ist hier jetzt noch ein zweites Dings gewesen? Nee, ne? Ach, da vorne. Tatsächlich. Den ganzen Bobbles da zum Schweben bringen muss. Liebe Vogelscheuche. Ich habe noch genug Malvenkraut. Ich tatsächlich demnächst mal wieder welches rausholen. Idiote! Wingardium Leviosa. Was sind da noch immer? Wie waren das dann? Expelliarmus. Confringo. Ah ja. So war das. Ich muss die kaputt machen. Kann ich die auch mit normalen Zaubern kaputt machen? Ja, kann ich auch. Und dann waren da unten noch welche. Ach. Das war selbst Merlin stolz. Ja, sehr schön. Damit haben wir sogar die nächste Prüfungsreihe abgeschlossen. Das heißt, wir haben mehr Inventarplätze. Sehr gut. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Mehr Platz für Ausrüstung. Sehr gut. Achso, die neue. Ja, gut, okay. Faszinierend. Sehr faszinierend. Verzeihung, Madame. Haben Sie gerade etwas gesagt? Ja, in der Tat. Ich spreche wieder mit mir selbst. Seit mein Mann verstorben ist, bin ich eine sehr interessante Gesprächspartnerin. Hm. Madame Marfia Twiddle freut mich sehr. Schön, Sie kennenzulernen, Madame Twiddle. Wissen Sie, das könnte Sie interessieren. Die Jugend liebt doch diese Art von Dingen. Mein Mann hat häufig über die mysteriöse Statue vor unserem Dorf nachgegrübelt. Er behauptete, es handle sich um eine Art altes Rätsel mit Vasen. Ich bin heute darüber gestolpert, als ich meinen Morgenspaziergang etwas länger als sonst ausgedehnt habe. Ein uraltes Rätsel? Klingt faszinierend. Sehen Sie, ich ahnte, dass Sie das interessieren würde. Und warten Sie nur, bis ich Ihnen von den Gerüchten dazu erzähle. Mein Mann Grabble meinte, das Lösen des Rätsels würde eine Art magische Herausforderung enthüllen. Der Mann war von allem fasziniert. Er wollte gerade versuchen, es selbst zu lösen, also... Vielleicht könnten Sie einen Blick darauf werfen. Mich würde interessieren, was Sie womöglich herausfinden. Wo finde ich die Statue? Es ist nicht weit von Irondale, unten am Ufer bei den alten Ruinen. Nicht zu verfehlen.
Ich werde einen Blick drauf werfen. Ah, der Geist der Jugend. Ich hoffe, Sie können das Rätsel lösen. Wenn nicht für mich, dann in Gravels Gedenken. Okay. Vasenmanöver. Dann gibt es Zauberstabgriffe für. Jetzt möchte ich aber erstmal tatsächlich den Graukohl. Dafür brauche ich nur das Flussgras. Sind tatsächlich besser. Ja, geil. Bin aber definitiv direkt erstmal wieder ein anderes Aussehen. Schön. Und der Schal ist nicht Schal. Damit kann ich viel machen. Und ein Gegner da und da. Okay. Imperio-Ziele verursachen erheblich erhöhten Schaden. Habe noch nicht mal Imperio. So und so und die. Ach was? Ich muss hier noch drüber hovern, damit ich das weg habe. Gut. Ich sollte nach der Statue sehen, die Madame Twiddle erwähnt hat. Nee, wir machen jetzt als erstes einmal. Warte auf mal. Tierwesen. Nütz. Auch und Herausforderung. Gut. Allzu lange werde ich aber auch nicht mehr machen. Jetzt hier noch die. Oh, da ist Levelbegrenzung. Ob es sicher ist, sich da drin umzusehen? Sie können sich ja gar nicht vorstellen, wie umständlich das Reisen vor Flohpulver war. Ach, was war ich denn? Karte aufmachen, so. Dann nehmen wir das da gleich noch mit, wenn wir schon hier sind. Und wenn wir jetzt schon hier sind, können wir auch alles gleich mitnehmen, ne? Ach, guck mal. Sicher, dass du kein Muggel bist? Zu ruhig, finde ich. Oh Gott, sind hier viele Gegner unterwegs. Da hinten ist dann auch noch mal ein Rätsel mit den... Hier ist jetzt ein Rätsel. Nochmal Ballons platzen lassen. Das kann man nochmal mitmachen, wenn wir jetzt schon hier sind. Zack. Zack. So. Und so. Alter, hier sind aber auch übel viele Dingens unterwegs. Dieser Tag ist schon viel zu lang. Tür. Schnell rein. Und schnell ins Haus. So, und so. Safe. Revelio. Akio. Ich komme mit dem Turm immer näher, ne? Oder will ich eigentlich noch gar nicht hin? Nee, war ich gar nicht.
So. Schloss. Safes Schloss ist das nicht. Hi. Und tschüss. Das Dorf safe? Das Dorf ist safe, oder? Ja, das Dorf ist safe. Rebellion. Okay, in der Nähe von diesem Dorf ist dann halt auch noch leider der Rest. Zauberstabgriff. Mit. Brunnen, ne? Ja, bei dem Brunnen. Das ist ein Ort wie aus den Märchen. Brunnen von Feldcraft. Der Brunnen von Feldcraft versiegte vor etwa 400 Jahren während einer großen Dürre. Leider gab es infolgedessen viele Tote, darunter auch einen kleinen Jungen, dessen Vater sich Jahre danach, darauf weigerte zu sprechen. Der Legende nach war die Lage gerettet, als eine Gruppe, wohl nur eine Hexen und Zauberin, ja, ja, okay. Wo sind denn die Hügel? Da oben, oder? Was da oben müssten die Hügel sein, von denen aus sie gezaubert. Das kennen wir schon, das Dorf. Das kennen wir aus dem, zum Dingensbereich. Du bist zum Sterben hier, was? Akio! Wingardium Leviosa! Levioso! Akio! Levioso! Na, ist egal. Sterben hier, sagt er da vorne. Revelio! Ich will gerne mal einen Zauberspruch. Razor hauen. So. Oh, das ist gar nicht so eine Truhe. Na gut. Nicht identifizierter Gegenstand. Heiz. Okay, da komme ich wahrscheinlich nicht rein, würde ich mal vermuten. Guckt, aber ich gehe mal raus. Ah, doch, komme ich. Licht, danke. Aber das ist die falsche Seite vom Haus. Oh. Bitte große Bodenbedeckung. Ah, okay. Ist das Zeug tatsächlich sich direkt neben dem der Stadt halt einfach da. Okay. Da komme ich rein. Komme ich noch rein? Yeah. Revelio. There's something to collect here. Ja, ein Brief. Sebastian, das ist meine Trankausstattung, nicht deine. Lass meine Sachen in Ruhe, Anne. Anne! Oh, das ist Anne! Liebe Anne, Hogwarts ist ohne dich nicht dasselbe. Naja, Sharp ist genauso übel wie immer, aber du weißt, was ich meine. Ich hoffe, du fühlst dich besser, Sebastian. Das ist Sebastians Haus. Das ist Anne. Oh, okay. Stimmt, er hatte gesagt, dass die hier wohnen. Ich. Ah. Revelio. Übungspuppen. Die Bewohner von Feldcraft nutzen sie gelegentlich, um sich mit in der Zauberei zu üben. Vor allem vor dem Hintergrund der jüngsten Koboldangriffe. Ja, das kann ich mir vorstellen. Okay. Gut, dann würde ich sagen, als nächstes. Eindringling! Ein
schmackhafter Pilztopf hätte jetzt was. Das ist ein Kobold und da ist auch ein Kobold. Ich sollte mich wahrscheinlich vorsichtig reinkämpfen. Tatsächlich ist, glaube ich, die bessere Variante. Rivelio. Zauberreihe auswählen hier. Hier ist nichts. Beide gekillt, nee, ne? Leviosa! Akio! So. Und weiter geht's. Revelio. Wir sind hier noch, ich zähle hier jetzt drei. Eines Tages werde ich meine eigene Organisation haben. Ja, natürlich. Mit Leuten, die dann für mich arbeiten. Jetzt verstehe ich, warum Feldcroft. Ranrocks Anhänger verstecken sich nahe Frick. Sie chinesischen Kaukohl haben. Wann gibst du eigentlich auf? Pelliam! Immer nur verzeihen. Ganz einfach aus. Denkt man euch in Hogwarts nichts über Duelle bei? Und tschüss. Ranrock hat euch alle in den Untergang geführt. Mhm. Genau. Konzentration. Ranrock vermutet, dass es in Feldcroft mehr davon gibt. Kehr nicht zurück, bis du es gefunden hast. Ranrock will Neuigkeiten. Hast du es gefunden? Melde dich sofort zurück. Rivelio. Zieh die Kiste da. Das sind alle Kisten mit chinesischem Kaukohl. Ich sollte Mr. Thistlewoods Freund in Feldcroft aufsuchen. Ist ja zum Glück auch gleich hier direkt um die Ecke. Das heißt, ich brauche gar nicht großartig viel machen. Außer eventuell das. Schneller da bin. Hallo. Haben Sie die spezielle Lieferung von meinem lieben Freund Eddie? Klar. Hallo, Mr. NDI. Eddie Thistlewood schickt mich. Ja, er sagte, ich solle Sie erwarten. Haben Sie den chinesischen Kaukohl? Na, aber na klar. Ja, hier sind sie. Fabelhaft. Das wird viel dazu beitragen, das Dorf vor Ranrocks Anhängern zu schützen. Dieselben Übeltäter, die sie, wie ich annehme, zusammen mit Rookwoods Leuten abgefangen haben. Feldcroft steht tief in ihrer und Eddies Schuld. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Gerne, gerne. Wissen Sie vielleicht, warum die Kobolde Feldcroft angreifen? Keine Ahnung. Ich dachte, es läge an der strategisch günstigen Lage. Aber nun scheint es, als suchten sie nach etwas. Ich muss allerdings zugeben, dass ich nicht weiß, wonach sie genau suchen könnten. Woher kennen Sie und Eddie sich? Wir kennen uns aus Hogwarts und sind seither Freunde und Geschäftspartner. Ich war nicht überrascht, als ich seine Eule über seinen Plan mit dem Kaukohl bekam. Er war schon immer jemand, der anderen helfen wollte. Sehr schön. Was hast du zu verkaufen? Verkaufen Sie. Endlich etwas Verstärkung. Oh. Hoffentlich reicht das gegen die Kobolde. Nudelmuffer und so ein Kram. Ein Vergnügen, mit ihnen Geschäfte zu machen. Fell eines Nifflers. Fell eines Mondkalbs. Brauche ich später zum Zaubern meiner. Schauen Sie doch gern jederzeit. Utensilien. Kräuter zu erkennen.
Und ein Level-Up noch, sehr schön. Das heißt, wir machen als erstes einmal Talente. Tatsächlich, glaube ich, hier reingehen und dann irgendwie sowas wie... okay. Also... effekthaft länger an den Gegner. Das hört sich doch gut an. So, dann hätte ich tatsächlich vergessen, den neuen Rücken auszurüsten, ist mir aufgefallen. Der Schal ist ein nicht zierter Schal. Zauberstabgriff. Okay. So, dann wieder alles abgehakt. Sorry. Ach ja, die neuen Briefe, die wir gefunden haben. Sammlung. Ja. Feder eines Derricrolls. Schaden durch alle schädlichen Zaubersprüche. Okay. Zauberstabgriff. Das Verwandlungszeug. Da. Unnötiger Kram halt. Ins Hochland gehen, dann haben wir das auch. Da habe ich was vergessen. Ah, da, den Boden. Ja. Vergessen. War auch noch neu. So, damit haben wir das alles durch. Und dann würde ich tatsächlich an der Stelle für heute einen Cut machen. Wir sehen uns in der nächsten Folge Hogwarts Legacy wieder. Bis dahin für YouTube eingehauen. Tschüss.